What unites a Russian disco, a vegetable plot, German jungle and a Caucasian mother-in-law? At the first glance, it may appear these are the questions the Hatter would be asking Alice. And they are sure to have something in common. All these things have something to do with literature. They were invented, or I rather say introduced, by Wladimir Kaminer, the most well-known Russian of Germany, as he was warmly described by the German press. For over 20 years, Wladimir Kaminer's spectacular world has been tightly interlaced with the lifestyle of one of Europe's most cosmopolitan cities, Berlin. Being a writer, journalist, DJ, and just a little bit of a philosopher, Wladimir Kaminer writes about himself as follows. I was born into this world in a swimming pool. My mother studied at Moscow Machine Building Institute, and in her leisure time she swam. All of a sudden, I was born. She put me in an aquarium and brought me home. On the way home, I was swimming in the aquarium to and fro. Of course, no one can tell the truth about themselves better than this particular person can do. Both Google and Wikipedia, as far as these kind of sensitive issues are concerned, will only confuse people by a misrepresentation of facts. With this in mind, I decided to invite Wladimir to Odessa. The meeting with his German-speaking readers took place at the Tea Factory Theater. The language center, our school, of which I am the founder and director, has become the principal organizer of the event. Wladimir Kaminer's reading was held with the assistance of the Embassy of Germany to Ukraine, DAAD, German Academic Service for Student Exchange, Society for Development, Odessa, and the Council of Germans in Ukraine. Meine Damen und Herren. Toll! Ich freue mich immer, wenn die Leute kommen und sich überraschen lassen und nicht wissen, was sie hier zu kriegen haben. Das ist ganz toll, finde ich. Mein Name ist Katharina Tetenko und ich bin offizielle Veranstalterin von diesem Abend heute. Also wenn da Wurstbrote fehlen oder der Saft nicht so richtig schmeckt, könnt ihr ruhig mit den gebliebenen Äpfeln in mich schmeißen. Allerherzlichsten Dank richte ich an Wladimir Kaminer, unseren heutigen Gast. Hallo Leute, darf ich euch ganz kurz fragen, warum seid ihr heute hierher gekommen? Ja, ich bin hergekommen, weil ich in Wien schon den Wladimir Kaminer einmal gesehen habe auf der Universität. Und das war einer meiner lustigsten Abende. Und deshalb bin ich sehr, sehr gerne heute wiedergekommen. Dankeschön. Und Sie? Ja, ich habe viel von Wladimir Kaminer gelesen. Und jetzt möchte ich einmal kennenlernen, endlich. Ich weiß, dass er als provokant, charmant und witzig gilt. Und jetzt will ich schauen, ob das alles stimmt. Stimmt ganz sicherlich. Also Kaminer ist ein toller Typ. Ich habe ihn vor 6 Jahren erlebt und er lässt an niemandem ein gutes Haar. Es ist so wundervoll, mit ihm zu lachen. Ich mag ihn. Toll, danke schön. Wenn jemand an niemanden ein gutes Haar lässt, das finde ich sehr, sehr lustig. Я знаю, что ты сегодня здесь. Почему? Почему? Расскажи, пожалуйста. Я сам долго жил в Берлине, и я, ну, можно сказать, что мы с Владимиром Каминером были соседями. Только он об этом не знал. Я пару раз ходил на русский диско, достаточно часто даже, и я пару раз встречал его в парке, ну, то есть просто видел там, как-то мы проходили мимо, что ли. И мне всегда было интересно, потому что я, когда вышла его первая книга в русском диско, я ее тут же прочел, и мне очень понравилось, и с тех пор, ну, мне всегда хотелось встретиться с ним. А есть еще другая причина, я же работаю лектором организации ДАД в Николаеве, и мы смогли с вашей помощью уговорить его там тоже выступить. И это нас, конечно, очень радует. И я таким образом убиваю 2 зайцев, я сюда приехал, посмотрю его выступление, а завтра я еще раз буду смотреть его выступление в Николаеве, в том университете. Ты счастливчик! Да, мне очень повезло. У него, в принципе, юмор такой, что абсурдность именно из жизни. То есть он это не придумывает, просто жизнь абсурдная и забавная местами. Weil ich gerne Kaminer Lesung hören möchte, die Kaminer Lesung hören möchte und wir haben ihn eingeladen mit Hilfe von Katja. Und er kommt heute. Wann hast du von ihm zum ersten Mal gehört in deinem Leben? Ah, das ist schon lange her. Eigentlich damals, als er die Russendisco geschrieben hat. Raik, wann war das? Wann hat er die Russendisco geschrieben? Schon lange her, ne? Ja, 10, 15 Jahre. Ja, genau. Und warst du selber auf der Russendisco?
ich wollte da mal hin, eigentlich als wir eine Studienreise gemacht haben mit den Studenten. Und dann war leider gerade in dieser Woche keine Russendisco. Toll. Aber ich werde das jetzt nachholen. Bei mir war dasselbe. Ich habe einen Monat lang in Berlin gewohnt und da gab es keine Russendisco in Burger Café. Vielleicht ist das bloß irgendwie ein Mythos und es gibt es gar nicht. Siehst du, das denke ich mir auch. Buddhismus. Wladimir schreibt öfters in seinen letzten Büchern von Buddhismus. Aha. Ich denke, das hat etwas damit zu tun. Dankeschön, Annette. Ja, gerne. Ich bin ebenfalls etwas aufgeregt. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Rahmen für mich. Ich konnte mir nicht einen Traum vorstellen, in Odessa eine Lesung abzuhalten. Die Einladung hat mich sehr überrascht. Ich wollte unbedingt nach Odessa. Ich war das erste Mal vor, sage und schreibe, 30 Jahren hier. Als Kind wurde ich immer von meinen Eltern nach Odessa wie in die Verbannung geschickt. Die Geschichte, die Katharina bestellt hat, die Geschichte, mit der ich die heutige Lesung anfangen soll, an diese Geschichte konnte ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich habe sie zwar geschrieben, aber nie vorgelesen. Deswegen habe ich mich auch darüber gewundert, dass ich damals schon, das ist eine Geschichte aus meinem Buch Schönhauser Allee. Dieses Buch ist schon auch so gut 10 Jahre alt. Und damals schon, dieses ganze Buch Schönhauser Allee, das war ein Versuch, anhand einer Straße so die ganze Welt zu beschreiben. Wir haben ziemlich lange Schönhauser Allee gewohnt, dreimal umgezogen in die gleiche Straße. Mein Freund Juri und ich saßen an einer Bar in den Schönhauser Arkaden. Schönhauser Arkaden, das ist ein großes Kaufhaus. Und beobachteten, wie die Leute um uns herum Wahlsteine in sich reinkippten, eins nach dem anderen. Soll ich ihn noch vorlesen? Ja. Und zu welchem Thema? In Berlin Anfang 90er Jahre, Sparkassenberater. Der deutsche Mann. Deutsche Mann? Ja. Ich habe diese Geschichte aus der Sicht eines DJs geschrieben. Eines, jemanden, der zu lange hinter diesem DJ-Pult schon gestanden hat und immer dieses Scheitern der zwischenmenschlichen Beziehungen vor Augen hat. Menschen, die einander kennenlernen wollen, aber nicht können. Oder versuchen und daran scheitern, also dieses. Deswegen ist sie vielleicht ein bisschen überspitzt geraten, diese Geschichte. Der deutsche Mann. Ich habe viele deutsche Männer beobachtet, obwohl mich grundsätzlich die Frauen mehr interessieren. Ich sehe diese Männer oft bei der Tanzveranstaltung Russendisco, wo ich seit über 12 Jahren jede zweite Woche den DJ mache. In der letzten Zeit ist Berlin ein Mekka für junge Touristen geworden. Eine Art Paris für Arme. Neben unserer Disco sind mehrere Hotels aus dem Boden gestampft worden. Viele Engländer, Amerikaner, Italiener kommen zum Tanzen und Feiern. The author's unusual approach to communicating with the audience was overcompensated by the bursts of laughter and applause. As look at it this way, it is quite non-typical for Russian-speaking people to be set listening to stories in German for 2 hours and then ask questions in German as well, of course. Naturally, the German-speaking guest of the night felt completely at ease. On the other hand, this performance was unusual for Wladimir too. That's why he has shared his impressions of how the audience behaves where the majority are Germans and contrary, where Russians make the main part of the audience. Und das ist neu, seit ein paar Jahren sind dann verstärkt Russen zu meinen Lesungen gegangen in Deutschland. Haben wahrscheinlich irgendwie Deutsch gelernt. Interesse entwickelt für deutsche Kultur, deutsche Sprache, deutsche Literatur. Haben dann gesehen, da ist einer irgendwie aus Russland, was schreibt er? Schreibt er schlecht? Schreibt er gut über uns? Immer wenn ich merke, im Saal ist irgendwie so eine sehr angespannte Stille, denke ich, das sind große Why do German men eat kilos of pastries and drink liters of macchiato and latte while they spend time with their girlfriends, but they are still unsure whether they want to marry them? Why is the park near the wall in Berlin actually called Park near the wall, although at this place in Berlin there is neither a wall nor a park? How can a considerable amount of Mongols with all their tiny and large relatives and also an electric cooker fit in a middle-sized Berlin bedroom? And how come a Berliner German shepherd can quote 17 Moments of Spring, a Soviet spy series? To all these questions, one can find answers in Wladimir Kaminer's stories.
Wladimir Kaminer says all sorts of stories, which he never invents, are constantly swarming in his head. All of them happen to some of his relatives or friends of relatives or relatives of friends, or if the worst comes to the worst, some of his neighbors. So no wonder the 3 days the writer spent in Odessa turned into a story which someone told someone a while ago but didn't manage to jot down, so now it will become part of Wladimir Kaminer's world. Этот чудесный майский вечер подошел к концу. Мы рады были присутствовать на этом мероприятии, гостем которого был самый известный русский Германии Владимир Каминер. Надеемся, что это запомнилось всем гостям так же, как и нам. Tschüss, bis bald!